Die Maske ist kein Spielzeug. Die Zeit ist gekommen. Mir bleibt keine Wahl. Ich muss sie vernichten. Und zwar sofort. Und mit dieser fantastischen Vertonung heiße ich euch willkommen zu Lands of Lore, einem Dungeon Crawler von Westwood aus dem Jahr 1993. Und nach ein paar grundlegenden Infos werden wir zunächst einen Blick auf die Box und dann in das Handbuch werfen und dann die ersten paar Schritte hier im Spiel machen, bei denen ich aber auch versuchen werde, eine Übersicht über das Gesamtspiel zu geben. In weiteren Videos werde ich das Ganze dann entsprechend als Let's Play weiterführen. Und eine Playlist dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe aber, bereits mit diesem ersten ausgepackt und angespielt Video dann einen ganz guten Überblick über das Spiel geben zu können. Und wo wir bei Überblick sind, was ist überhaupt ein Dungeon Crawler? Naja, ein Dungeon Crawler ist schlussendlich ein Rollenspiel, bei dem wir uns auf einem Gitternetz bewegen und uns so quasi Schritt für Schritt die Welt erschließen. Mit 1993 ist Lands of Lore bereits ein etwas neuerer Titel und hat für die Bewegungen auch schon eine Animation. Wir bewegen uns also nicht nur so plopp, 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 instant weiter. Und ich glaube, das ist auch zum Zuschauen ein bisschen angenehmer, als wenn das eben alles instant gehen würde, was man hier aber auch ausschalten kann. Also ich kann hier glattes Scrollen ausmachen und dann sieht das eben so aus, so wie das die quasi Vorgängertitel von Westwood, damals zusammen mit SSI, Eye of the Beholder 1 und 2, so hatten die eben funktioniert. Und hier wird jetzt mit ein bisschen Trickserei, dass eben die Illusion hervorgebracht, dass man sich eben hier ja flüssig durch die Welt bewegt. Wenn man aber genau hinguckt, dann kann man sehen, dass im Endeffekt die Sachen nur hin und her gescrollt oder rein und raus gezoomt werden. Das Spiel baut auf den Grundstein auf, der mit Dungeon Master 1987 gelegt wurde. Und das war damals der erste Dungeon Crawler, der einen ja Echtzeit-Action-Kampf reingebracht hatte. Davor gab es eben hier diese Wizardry und Bard's Tale-Spiele. Und hier kommt eben dann der Action-Kampf dazu. Und da haben wir ein Schwein zerlegt. Und der ist in den allermeisten Spielen in meiner Auffassung nach nicht so wahnsinnig überzeugend. Bei Stonekeep, da hatte ich beispielsweise ja auch schon ein Video zu gemacht, wird das gerade zum Ende hin extrem grindlastig. Es ist halt immer ein Getanze, Gegenstände werfen und so weiter. Und deshalb ist das meistens, würde ich sagen, sind die Spiele, die ich gut in Erinnerung habe, nicht wegen des Kampfes, bei den Echtzeitspielen so gut in Erinnerung, sondern eher trotz des Kampfes. Und Lands of Lore erweitert das Ganze, was halt mit Dungeon Master, ich sag mal, aufgebaut wurde, mit einer doch durchgängigen Story von Start bis zum Ende und auch mit sehr viel, was man hier im Spiel dann erkunden und finden kann. Also hier beispielsweise, hey, ja, da haben wir so kleine Events, auf die wir immer mal wieder stoßen und die machen das Ganze dann doch interessanter. Wir können jetzt bluffen. This is all I have, sir. Is that all? Times are tough. Ah, und da hat er sich verdrückt. Aber das werden wir nachher nicht machen. Nachher werden wir den zusammen prügeln und ja, und mal auch mal schauen, wie ja, wie gut wir denn hier mit dem Kampf so klarkommen. Ich werde das hier übrigens auf wild spielen, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und dann werden wir einfach mal schauen, wie weit wir jetzt hier auch in diesem ersten Teil schon kommen. Aber bevor wir da weitermachen, werfen wir mal einen Blick auf die Box und in das Handbuch. Und hier haben wir erstmal auf dem Cover die Hexe Scotia auf dem Thron. Der Thron des Chaos ist auch der Untertitel des Spiels. Was es aber genau mit dem auf sich hat, das werden wir wohl nie erfahren. Es gab zum Thema Lands of Lore vor kurzem auch einen Podcast von Stay Forever. Und die haben auch gerätselt, was es denn mit dem Thron auf sich haben solle. Und ich glaube, die sind quasi zu dem Fazit gekommen, dass man sich das einfach nur ausgesucht hat, weil es cool klingt und cool aussieht. Aber wer weiß. Wir haben hier links unten die Systemanforderungen und da können wir sehen, dass Lands of Lore jetzt schon einen 386er mit 16 MHz braucht.
DOS 5.0 und VGA-Grafik und damit sind tatsächlich die Anforderungen schon höher, als das noch bei dem, ja, quasi Vorgänger, ja, Eye of the Beholder ist. Denn das brauchte einfach nur einen IBM-PC und konnte auch mit CGA-Grafik gespielt werden. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Hier brauchen wir VGA oder MCGA-Grafiken. Hier sehen wir noch, dass das komplett in Deutsch ist. Das betrifft jetzt aber die Diskettenversion. Hier könnt ihr auch sehen, das ist IBM-PC 3,5 Zoll. Es gibt von dem Spiel eine Diskettenversion und eine CD-Version und wir werden uns dann aber die CD-Version anschauen. Sage ich gleich nochmal was zu. Auf der Rückseite haben wir ja eine kurze Zusammenfassung, was man in so einem Spiel erwarten kann. Scotia, die scheußliche Hexe, will alles an sich reißen, Macht, Reichtum, Land, die ganze Welt, kann ihrer Gier Einhalt geboten werden. Ja, ja, ja. Die enorme Spielvielfalt, die hervorragenden Grafiken, Animationen sowie die unglaublichen Spezialeffekte machen die über 30 atemberaubenden Spielszenen zu einem unvergesslichen Abenteuer. Ja, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich eine etwas ungünstige Übersetzung. Und hier unten steht noch schön Lands of Lore, The Throne of Chaos von Westwood Studios, den Schöpfern von Eye of the Beholder 1 und 2. Und dann, hier kann man im Kleingedruckten noch sehen, Eye of the Beholder 1 und 2 sind Warenzeichen von TSR, bla bla bla, und stehen in keinerlei Beziehung oder Verbindung zu dem Spiel Lands of Lore. Ja, das sind halt Westwood, die haben Eye of the Beholder 1 und 2 gemacht, mit SSI zusammen, oder sind von denen beauftragt worden. Und Eye of the Beholder 3 ist dann von SSI entwickelt worden, während Westwood unter Virgin dann Lands of Lore entwickelt hat. Wir schauen jetzt mal in die Box rein und da haben wir die 8 Disketten. Ja, mit denen werden wir aber hier jetzt nicht spielen. Und dann haben wir 2 Handbücher. Das eine ist die Geschichte von Lands of Lore und das andere ist die Bedienungsanleitung. Gucken wir hier mal kurz rein. Und ich packe das hier mal ein bisschen auf Seite. So, Bedienungsanleitung. Willkommen bei Lands. Lands ist auch die Abkürzung für Lands of Lore, also nicht LOL. Ja, Lands, so heißt auch das Spiel, oder das Verzeichnis, wo man das Spiel rein installiert. Und wir können uns am Anfang einen von 4 Charakteren aussuchen. Zu den Hintergründen erfahren wir in dem anderen ein bisschen mehr und dann auch nachher in dem CD-Intro. Und ja, ich meine, das ist ein sehr simples Spiel und ich würde auch, oder ein Spiel, wo man sehr einfach reinkommt. Und das Handbuch ist verhältnismäßig kurz, aber wirklich brauchen tut man das wahrscheinlich auch nicht. Wir haben hier auch beispielsweise im Gegensatz zu Eye of the Beholder eine Automap, die auch sehr schön ist. Ein bisschen seltsam vielleicht für heutige Steuerung ist eben, dass man das mehr oder weniger entweder mit der Maus steuern muss. So habe ich das damals auch gespielt. Dann klickt man eben auf diese Pfeile, auf der, die halt im Interface zu sehen sind. Wenn man das aber mit Tastatur spielen will, dann kann man die Pfeiltasten nicht verwenden, weil man sich dann nur nach links und rechts bewegen würde, aber nicht drehen könnte. Da muss, und WASD gab es da quasi noch nicht, da müsste man quasi dann mit dem Numpad spielen. Dann haben wir hier das Porträt, Abend, also die Lebenspunkte, Zauberkraft und so weiter. Wir können natürlich unsere Charaktere ausrüsten. Wir haben ein Learning-by-Doing-Charaktersystem. Wir bekommen Fähigkeitspunkte, aber direkt, die werden da drauf gerechnet. Also es ist einfach, wenn wir die Sachen benutzen, dann steigen wir da drin. Und ich werde das eben auf dem Schwierigkeitsgrad wild spielen. Und wenn ich mich recht erinnere, halten die Gegner dann auch mehr aus. Und weil die mehr aushalten, kann man die öfter schlagen und dadurch steigt man mehr. Also es ist ein bisschen, ne? Dann haben wir einen Figurenbildschirm, wir können vergiftet werden. Wir sehen außerdem, dass sich das Porträt verändern kann. Ähnlich wie man das beispielsweise auch aus Wolfenstein 3D kennt, wenn der Charakter Schaden genommen hat. Hier nochmal eine Übersicht, dass man unterschiedliche Waffen hat. Und je nachdem, auf was für Gegner man stößt, kann das ein oder andere da mehr Schaden anrichten. Dass man beispielsweise gegen eine schwer gepanzerte Echse nicht mit dem Dolch ankommen sollte, weil die da quasi abprallt. Und dann eher mit einem Streitkolben draufhacken soll. Die Zauber wählt man dann links auf einer Schriftrolle aus. Also mal schauen, ob wir da noch heute, also in dieser Folge, zu kommen. Und wir können auch im Spiel Händler finden, wo wir Sachen kaufen können. Hat jetzt keinen wahnsinnig großen Impact auf das Spiel. Und wir können hier auch jederzeit frei laden und speichern. Dann kommen wir hier nochmal zur
sind Spieloptionen, indem man den Gleitcursor anmacht. Dann ist, wenn man oben hingeht mit der Maus, dann kann man nach vorne gehen und so weiter. Ist aber vielleicht auch nicht so ganz günstig. Und dann haben wir hier noch ein Glossar, das LMK eben der linke Mausknopf ist. Und das ist die Bedienungsanleitung. Und das zweite ist dann die Geschichte von Lands of Lore. Und das wird uns auch gleich dann im CD-Intro noch näher erklärt, dass es hier unterschiedliche Rassen gibt. Wir haben die Drakuiden und da können wir uns halt auch einen Charakter von aussuchen. Das sind im Endeffekt mehr so Echsenleute, die magiebegabt sind. Wir haben die Hulinen und das sind Katzenmenschen. Dann haben wir die Menschen. Und die Tomoks, und da werden wir später einen Begleiter von bekommen, der hat eben vier Arme. Dann ein bisschen der Hintergrund, der Geschichtsabriss, ist aber jetzt nicht wahnsinnig ausschlaggebend für das Spiel. Wir haben dann eine Vorstellung von, ich weiß nicht, ob das alle Gegner sind, aber sehr viele Gegner. Und die haben sie sich auch irgendwo verzettelt. Wir haben nämlich da Amazonen-Aasfresser. Und das passt schon irgendwo nicht. Eisenfresser, Erscheinung, die Bildchen, die passen nicht zu den Namen. Denn das hier sind Orks und keine Rattenmänner, oder? Das hier ist bestimmt kein Minotaurus. Das hier ist eher die Spinne und nicht der Höhlenbewohner. Aber hier haben wir halt eine Beschreibung zu den ganzen Gegnern und vielleicht auch ein bisschen die eine oder andere Schwäche. Die wird da schon angegeben. Hier können wir noch die Zauber sehen. Die werden wir natürlich dann auch im Spiel sowieso finden und ausprobieren. Da haben wir noch ein bisschen Hintergrundinfo zu den Minen. Aber wie gesagt, die braucht man jetzt nicht wahnsinnig als Hintergrundinfo. Das werden wir so ziemlich alles dann im Spiel sehen. Das war's auch schon. Mehr ist jetzt hier nicht drin. Das ist die Diskettenversion. Ich hatte meine ersten Erfahrungen mit dem Spiel damals mit einer Raubkopie natürlich, wie kann es anders sein, von der Diskettenversion gemacht. Da war aber was kaputt und wenn man da geschlafen hatte, dann ist das Spiel abgestürzt. Und deshalb bin ich da einfach nur immer, habe ich das einfach so stehen gelassen, weil die sich automatisch nach der Zeit heilen, aber es war ein bisschen umständlich. Die Diskettenversion, die ist eben deutsch vertont, aber nur das Intro. Ansonsten gibt es da keine Sprachausgabe. Das wäre ansonsten auf den Disketten noch nicht unterzubekommen. Also, das Intro ist vertont. Vielleicht ist noch irgendeine andere Sequenz vertont, das weiß ich nicht. Aber das Intro, was ich euch auch ganz am Anfang einen kleinen Ausschnitt von gezeigt hatte, das habe ich separat auf dem Kanal hochgeladen, falls ihr euch das anschauen möchtet, mit der etwas gruseligen deutschen Vertonung. Ihr kennt das auch schon von Dune. Achtung, Wurmzeichen, Radar aktiviert. So ist das hier auch mit, wir müssen sie vernichten, und zwar sofort. Und die Scotia, die klingt auch ein bisschen seltsam. Nun haben Richard und seine lächerliche Armee ihren Meister gefunden. Das ist dann die deutsche Vertonung. Und die CD-Version, die habe ich aber auch. Ich hatte, wie gesagt, das damals als Raubkopie. Was ich aber original hatte, war dann diese 10 Jahre Westwood Box. Und da ist eben Legend of Carandia, eine Adventure-Reihe von Westwood. Da war eben auch Lands of Lore dabei, und zwar die CD-Version. Und die Version, ihr könnt ja dann auch sehen, das sind dann auch die Handbücher, ja, ein bisschen zusammengeschrumpft. Und in der CD-Version, die ist auch deutsch. Also die Texte sind weiterhin alle deutsch, aber die Vertonung ist dann auf Englisch. Wir wären dann auch den Jean-Luc Picard, den werden wir da als Sprecher von dem König Richard haben, also der Schauspieler, ne? Die englische Vertonung ist eigentlich schon auch ganz ordentlich gelungen und wir verlieren, außer mal abgesehen von dem Intro, eigentlich nichts, wenn wir die Version gegenüber der deutschen Diskettenversion spielen. Wir bekommen die deutschen Texte und die englische Sprachausgabe da drauf. Und wie gesagt, für das deutsche Intro, das habe ich separat auf dem Kanal hochgeladen. Werde ich auch noch in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr euch das noch komplett antun wollt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Und damit würde ich jetzt auch sagen, legen wir los mit Lands of Lore, The Throne of Chaos. Virgin Interactive Entertainment presents the Westwood Studios production of Lands of Lore, The Throne of Chaos.
My liege, it is as we feared. Scotia has uncovered the temple and will have the Nether Mask soon. We must be ready for her. She will come here first. But Richard, what worry have we here at Gladstone? Surely we can arrange a defense against any charades. The mask is not a toy. The time has come, and I have no choice. I must destroy her now. She will be so pleased. What can be taking so long? I want it now! Your unholiness. You will not make me wait again. Ah, it's a pretty little package. At last, Richard and his puny forces have met their match. Ah. I like this. Yes. This mask will serve me well. Beware, King Richard. You will pay for your lack of vision. Das war also das Intro der CD-Version. Ihr könnt rechts unten auch noch sehen, das ist Version CD 1.02D, also die deutsche Version. Und wir haben hier auf der CD-Version auch noch, das gibt es auf der Diskettenversion eben nicht, das Law of the Lands. Und da hat der Patrick Stewart auch noch, ja, so die History halt eingesprochen. Das gibt's allerdings selbst auf der deutschen Version nicht mit Untertitel. Da habe ich mich schon hingesetzt und das Ganze übersetzt. Also, das werde ich dann entsprechend zusammen editieren, da, sodass, selbst wenn ihr dem Englischen nicht mächtig sein solltet, ihr das dann auch per Untertitel lesen könnt. Und damit, auf geht's. Not much is known of the beginning of the lands, for the chronicles do not extend much beyond the golden age of the ancients. The time before that we can only deduce from myths and legends. An accurate picture of the Golden Age has been left to us by the Dracoid Chronicles. During this time, the chroniclers tell us, the ancients roamed the lands and held dominion over all. Powerful and seemingly invincible, the ancients provided a period of golden peace. There was no want, the peoples lived in harmony, for the ancients provided for all. But the ancients succumbed during the War of the Heretics, a war of terrible power and destructive will. Believed to have been initiated as a conflict between the most powerful ancients, it soon spread to all, and the entire race of supernormal beings was annihilated. After the fall of the Golden Age, the world was plunged into darkness. Uneducated and illiterate, the surviving populace in the land soon reverted to their primitive states and lived isolated and obscure lives. The teachings of the ancients were soon forgotten, and the ancients themselves soon passed into myths and legends. But as time wore on, the species began expanding and exploring the world left to them. This was the time of the great travelers who wrote of strange lands and even stranger adventures. But the meeting of the new species was not always a peaceful one. History echoes with the battle cries and death screams from the racial wars. Violent uprisings spread across the lands as the inevitable conflict among cultures occurred. Lasting for nearly a millennium, the wars destroyed many cultures. Ultimately, acceptance of other cultures ended the wars, but not before much knowledge was lost. This era was the basis of the White Alliance, which was formed of the four ascendant races: humans, Dracoids,
Hugh-Line, and Thomgog. This alliance established dominion over the lands, and a new era of peace was ushered in. But magic had been loosed in the lands during the wars. Magic unhealthy and nefarious. It found a home with the Dark One, leader of the Dark Army. For the last three generations, the Dark Army has addressed its attention to the throne of Gladstone, a center for education and magic in the lands. The throne has been staunchly defended by the heroes of the lands and remains, to date, undefeated. Yet evil forces throughout the lands are gathering again, and the discovery of an ancient power may bring ruin to the Gladstone heirs and the White Alliance. The Drawrackle has seen this, and his sight is never disputed. Das waren also die Lore of the Lands, die Hintergrundgeschichte zu Lands of Lore. Ich hoffe, ihr seid jetzt im Bilde und habt euch alles gemerkt. Nein, also für das eigentliche Spiel braucht man davon jetzt nicht viel gemerkt zu haben. Noch kurz was zur technischen Seite. Ich spiele das Ganze hier auf Original-Retro-Hardware, allerdings nicht auf einem 386er, sondern auf einem AMD K6 2 Plus, der theoretisch 600 MHz kann, aber runtergetaktet ist auf 120 MHz mit ein paar anderen Einstellungen noch, Cache deaktiviert. Und das Ganze ist im DOS gebootet. Als Soundkarte verwende ich eine ESS 1868F, die aber Soundblaster-kompatibel ist. Und das Spiel läuft auf einer Auflösung von 320x200, was ich für 1080p Pixel doubled habe auf 1280x1000, damit die Aspect Ratio wieder halbwegs wiederhergestellt wird. Denn damals hatte man natürlich auf einen 4:3 Monitor gespielt. Die Auflösung 320x200 ist aber 16:10 und deshalb muss das wieder angepasst werden. So, jetzt starten wir aber ein neues Spiel. I have need of a champion. Who among you will volunteer to serve me in this matter? Und da können wir uns jetzt einen von vier vorgefertigten Charakteren aussuchen. Wir können also nicht einen Charakter frei selbst zusammenbauen und wir können auch nicht die Attribute oder irgendwas bestimmen. Also wir suchen uns einen von diesen vier Charakteren aus. Man kann auch sehen, dass die hier schön animiert sind. Da haben wir den Akshel, das ist ein Drakoide. Da also so ein Echsen-Zauberer-Typi, können wir auch sehen. Zauberkraft 15, Schutz 8, Stärke 5. Dann haben wir den Michael. Have you decided? Das ist, ich kann auch mal draufklicken. Do my looks frighten you? Magic runs strong amongst my people. I may not seem as strong as the others, but I'm more adept with the magic of the lands. Dann haben wir den Michael, das ist so ein Hau drauf, könnt ihr sehen, er hat viel Stärke, aber wenig Zauberkraft. Let's not have any fooling around here. Strong is strong. Trust your instincts on this one. I'm the best fighter of the bunch. A natural. Und mit den beiden hatte ich das in den 90ern auch schon mal durchgespielt. Dann haben wir den Kiran, das ist ein Huline. Strength. Magics. What good is it all if you can't dodge blows? I'm fast. Quick! Go with these lodestones if you plan to plot along. But if you want to win this quest, better pick me. Der sieht von den Werten her ziemlich schlecht aus, vor allen Dingen, wenn man das mit Konrad vergleicht. Allerdings ist der deutlich schneller als die anderen. Kann besser ausweichen und schneller zuschlagen. So habe ich es zumindest, ich meine, der sagt das zwar hier, aber es scheint mechanisch auch so zu sein. Und der wird auch von Lands of Lore 2 und 3 als Kanon angesehen. Also da heißt es dann ja, in der Vergangenheit hat Kiran, was weiß ich, Gladstone gerettet oder so. Well, have you decided? Und dann haben wir Konrad, das ist eben der ausgeglichenste. I'm the most well-rounded champion for your cause. Face it, with all the dangers in the land, you need someone with my adaptability. Naja. Und wir werden das Ganze jetzt hier mit dem Katzenmenschen Kiran angehen, mit dem Hulinen. Mit dem habe ich es auch persönlich eben noch nicht gespielt und unterscheidet sich jetzt vom Playthrough aber nur marginal. Alle können zaubern, alle können mehr oder weniger die gleichen Zauber sprechen, nur in unterschiedlichen Stufen. Also, immer Kiran. Magics. What good is it all if you can't dodge blows? I'm fast. Quick. Go with these lodestones if you plan to plot along. But if you want to win this quest,
better pick me. Und wir sind jetzt quasi mehr oder weniger erstmal ein Handlanger vom König. Ja, darf ich euch dienen? Excellent. Settle your affairs and attend me in the throne room for instructions. Genau, wir laufen jetzt erstmal weg und machen unsere Vorbereitungen. In der Story wohl. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Thronsaal, um ihn dann nochmal zu treffen. Welcome to Gladstone Keep. King Richard awaits you in the throne room. Das wäre jetzt im Übrigen alles schon in der Diskettenversion nicht vertont gewesen. Also weder das mit dem Thronroom als auch das mit, wo der König sagt, hier, welcher von euch Recken will mir dienen. Hier gehen wir jetzt direkt zum Thronraum. His Royal Majesty awaits you in the throne room. Jawohl. Wir können hier, bevor wir jetzt noch weiter laufen, unter der Spielsteuerung können wir die Ungeheuer noch hochstellen auf Wild. Und ich werde außerdem bei der Audiokontrolle die Sprachlautstärke und die Musiklautstärke noch maximieren und die Klanglautstärke für die Soundeffekte hier beibehalten. Das ist ganz cool, dass man das so einstellen kann. Übrigens auch nur in der CD-Version. In der Diskettenversion kann man die Lautstärke dann nicht anpassen. I tell you, we must march with whatever troops can be gathered locally. Isn't Eric mustering his white army? Have we lost all confidence in our own military capabilities? Eric is the finest commander in the kingdom, but he is a five-day march from here. As long as we have our own magic, I really don't see where we need more than the defenses we already have in place. Scotia is not an adversary to be taken lightly. Ah, Kira, because of the threat from Scotia, I have an urgent need for the Ruby of Truth. Please retrieve it from Roland's estate in the Southland and return it to Gladstone. Here is a key to my private library. Among the books, you will find a magic atlas that should be of assistance on your journey. Come by my office before you leave the keep. I'll give you a writ that will identify you as being on official business for His Highness. Es ist also schon ganz cool, wie viel Story da noch rein gemischt wird. Und da hat er eigentlich auch ziemlich alles das, was die gesagt haben, einen Belang. Also wir sollen zu dem Typen gehen und dann einen Edelstein finden. Also wir sind wirklich der Handlanger, wir sollen so einen Botengang machen. Und wir sollen jetzt erstmal, also wir haben einen Schlüssel bekommen und mit dem können wir einen magischen Atlas holen. Dazu können wir hier unten, haben wir unser Inventar, können wir den ziehen und da reinwerfen. Und dann haben wir hier den magischen Atlas. The Magic Atlas. Und der magische Atlas ist halt unsere Automap. Ja, da können wir jetzt sehen, da ist ein Pfeil. Das ist natürlich jetzt noch nicht viel, aber sobald wir rumlaufen, dann sagt er auch mehr. Hier können wir übrigens auch einfach auf irgendwas draufklicken und dann sagt er noch was. Also hier haben wir so ein Fenster. The kingdom looks deceptively peaceful. Jawohl. Dann haben wir ein Buch. Never drink from underground waters. These will corrupt the heart and taint the mind. Many a twisted soul met its fate through unwise drinking. Ja, stimmt. Dann hier noch was. For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel's sake. Und dann haben wir noch eins. And so it came to pass that the ancient people of Gladstone, having discovered a method of controlling the magics, rose unto power amongst the barbarous tribes of the great wasteland. Ja, genau. Dann können wir uns hier mal noch weiter umsehen. Da ist noch ein Bild. Richard's great-grandfather Ludwig. Ludwig. Da haben wir noch ein weiteres Bild. The early Talamari were mounted warriors. So, und dann... The old tapestries glow with age. So, hier sollten wir jetzt bei dem... Jaren Erebroth, Royal Chamberlain. So eine, Zertifikat abholen, oder wie man es nennen will. Oh, it's you. The impending storm attracts all you would-be heroes. Now, I suppose you want your writ. Naja. Also, oh, ist einer von euch? Ja, ist also. Oh. Look, even the beasts seek shelter. Ist also auch nicht so begeistert von uns. Wir sind halt wirklich nur ein Handlanger jetzt hier. Und da ist ein Rabe geflogen und der könnte schon Scotia sein. Die ist ja im Intro weggeflogen als Rabe. Wir können auch hier draufklicken auf Kram. Use your own maps. Those are mine.
Ne, kriegst meine Karte nicht. Na gut, if dann halt weg. Help, mayhap that rascal Timothy is at the Grey Eagle. Genau, und den sollten wir ja aufsuchen. Aber wir haben hier noch mehr. The hidden plumbing seems miraculous. Fine swords, impressive decorations. Hier wohnt nämlich Victor Glaston, Royal Armorer. Der Victor mit seinem excellent weapon. Oh, so you come to see Victor, afraid of Scorcher's new toy. Why afraid? Look at Victor. Myself could use a shape changer. Genau. You show Victor what you want to buy. Maybe you show Victor what you sell. Okay. Das ist halt ein Geschäft und hier können wir kaufen und verkaufen. Und das ist natürlich auch schon ein Schritt weiter als bei Eye of the Beholder, wo das eben nicht geht. Klar, es gibt natürlich auch Bard's Tale und so weiter schon, wo man eben auch Sachen kaufen und verkaufen kann. Nur Rams of Arcania, also Schwarze Auge, Schicksalsklinge ist zu dem Zeitpunkt auch schon draußen. Das ist ja 93. Not for sale. This commander's sword. I make even this wheel with these two hands. Now is not the time for training apprentice. Das? Now is not the time for training apprentice. Und passt auf. Excellent weapon. 125 crowns. Ja, so viel Geld haben wir aber nicht. Wir wollen da aber jetzt auch nichts kaufen. Ich werde jetzt auch nicht auf alles you klicken. Again come visit. No? So, dann gehen wir mal weiter. Da haben wir nochmal. Tapestries bring some warmth to the keep. Ja. Shh. Did you hear something? If Scotia does attack, they say we won't hear a thing. Quickly now. Point out what you need. Und auch hier könnten wir jetzt. That salve is a secret Gorka recipe for healing. That is a 20 crown donation. Gorka, das sind die Sumpfbewohner. Das ist keines dieser höheren Völker. Aber die werden wir auch noch, denen werden wir auch noch begegnen. Da könnten wir jetzt hier diese Heilsuppe kaufen. Aber die brauchen wir jetzt nicht. Nein. Those are only experimental ingredients. Naja. Farewell then. Wir kaufen hier nix. Und the eagle is Richard's mascot. Dann verlassen wir das Ganze hier auch schon. Und gelangen in den Wald und es ist Zeit, das erste Mal hier zu speichern in 1. Ich hatte da schon mal was angelegt. Und wir können hier auch die ganze Zeit immer auf der Karte dann abgleichen. Zur Steuerung. Ihr seht jetzt vielleicht schon, dass ich hier auf diesen Pfeilen rumgeklickt habe. Alternativ kann man eben, hatte ich ja zuvor erwähnt, auch mit den mit dem Numpad steuern. Es ist dahingehend ein bisschen umständlich, dass wir eben entweder hier draufklicken müssten oder zum Schlagen F1 drücken. Und mit der Tastatur zu steuern, ist das eigentlich hier ein bisschen angenehmer. Allerdings können wir damit eben keine Sachen werfen. Und da werden wir natürlich gleich auch noch zukommen. Da haben wir beispielsweise jetzt einen abgenutzten Dolch. Den werde ich einfach mal hier. Also mit der rechten Maustaste können wir eine ganze Ecke weiter scrollen. Machen wir mal dahin. So. Ich muss da noch gucken, was für die Steuerung am besten ist. Is that a pseudo-bushier hugiflora? Ich glaube, für einen einzelnen Charakter braucht man jetzt F1 noch nicht so wirklich, aber ich glaube, da werde ich dann später. No time to make mud pies now. Also zum Schlagen wird dann später wechseln. Lake Dread is much too cold for swimming this time of year. Na, dann gehen wir wieder. Und oha. What would a beautiful young woman be doing on a road like this? Excuse me, lad. Are you with King Richard? I need to get into the keep and I have forgotten the password. May I go in with you? I'm sorry, miss, but these are dangerous times. Timid fool. I will not forget you. Ja, da haben wir die Scotia dann auch schon getroffen. Thank you.
Excuse me, I need to book passage to the Southland. Where's your money? I have a writ from the king. Well, where is it? Da werden wir aber jetzt noch nicht übersetzen. Wir werden uns jetzt erstmal... This must be the marina. Wir werden uns jetzt erstmal noch auf der Karte umsehen. Wenn man die Sachen zu früh verlässt sozusagen, dann kann man sich auch teilweise nicht mehr umsehen. Weil das ist halt schon ein lineares Spiel, wo man von Zone 1 zu Zone 2, Zone 3 geht. Und man kann eben nicht immer auch wieder zurücklaufen. Oder ich glaube sogar in verhältnismäßig wenigen Fällen. Also wir könnten jetzt zurück zum Schloss. No time to make mud pies now. Aber, Hey, you! I'm taking your money! Nein. You won't get my money without a fight. Das klingt aber danach als... Ah, genau, da hinten ist auch noch ein... Ein Viech. Oh oh. Thugs guarding that cave? Oh oh, wir machen mal weggehen, aber ich glaube... Ah, shit, da haben wir jetzt wahrscheinlich schon ein Problem. Ah, doch, da kommt... Den kriegen wir auch noch hin. Ja, wunderbar. Aber die hatte ich doch auf schwer eingestellt, oder? Spielsteuerung, wild. Da haben wir sehr gut getroffen. Also das war jetzt eher Glück, ich speichere aber. So. Und da haben wir jetzt noch mal ein paar Banditen. Naja, angreifen. Hey, get out of here. Wir können übrigens das hier auch verwenden. Das ist dann ein Angriffszauber. Ah, verklickt. Weil der Dolch, der ist jetzt nicht so wahnsinnig stark. Und hier die Sachen, die da rumliegen, die kann man eben dann immer wieder auf die Gegner werfen. Aber die Gegner, die werfen eben auch ihren Kram teilweise, also Dolche und so weiter. Da haben wir jetzt eine Banditenhöhle. Schauen wir uns hier mal um. Ein Stein. There are silver coins in here. Zwei Silbermünzen. A lantern. Und eine Laterne. Und damit ist es jetzt ein bisschen heller. Wir haben ein zerrissenes Hemd, einen abgenutzten Dolch. Zeit mal ins Inventar zu gucken. Ihr habt auch gerade vielleicht gesehen, dass wir automatisch geheilt haben. Also wir könnten auch hier draufklicken. Ne, schlagen Lager auf, um zu rasten. Während der Zeit kann man auch angegriffen werden. Ich glaube, es entstehen auch hier und da immer mal neue Gegner. Wir haben hier unsere Werte, also einfach durch das Kämpfen steigt das automatisch. Also Kämpfer ist einfach, wenn wir mit der Nahkampfwaffe zuschlagen. Wir können hier sehen, ne, Schutz 6, das wird direkt repräsentiert, indem wir da, jetzt nehmen wir mal abgenutzten Dolch. Wir haben halt einen guten Dolch, damit wird das entsprechend hochgesetzt. Da haben wir eine Bodenplatte. Ja, rubbish. There are silver coins in here. Rubbish. There are silver coins in here. Ja, hier ist also nichts. Aber wenn man hier genauer guckt, dann wird man durchaus was finden. Und da können wir jetzt einen Stein mitnehmen und da ist halt eine Bodenplatte, die wir jetzt gelöst haben. Und oha, da ist ein Button. Und das kennt man halt auch schon aus Eye of the Beholder, dass man halt genau gucken muss, ob da irgendwo was in der Wand ist, um da halt Secrets zu finden. Und da geht diese Wand weg. Da können wir also jetzt was drauflegen. Und... Das will hier aber nicht so wirklich. Da ist aber auch ein Knopf. Da können wir so nicht klicken. Das ist hier auf dem Teil. Jetzt ist der erschienen. Jetzt ist der erschienen. Und... Locked. Locked, aber wir haben ja einen Schlüssel. Und damit haben wir jetzt Dietriche gefunden. Einen Bezelbecher. Ich glaube, mit dem kann man zaubern. Habe ich aber jetzt, also seit den 90ern auch noch nicht wieder neu ausprobiert. Und wir haben eine Salbe gefunden. 10 Kronen. Und damit
Ja, damit sind wir hier durch. Wir nehmen den Kram wieder mit. Ich glaube aber nicht, dass man das verkaufen kann. Ich pack mal die Sachen, die man vielleicht dann verkaufen wollen würde, auf die linke Seite. So, und damit ist das, diese Banditenhöhle auch schon fertig erkundet. Glaube ich. Kann natürlich sein, dass wir hier irgendwas übersehen haben, aber... Also die Karte ist schon ganz cool. Da sieht man auch eine Nische, Platte, Knopfhebel, Truhe. So. Und dann gucken wir uns mal hier weiter um. So, viel ist da nicht mehr. Da haben wir noch den Stein, der ist wahrscheinlich von uns vorher schon geworfen worden. No time to make mud pies now. Da ist aber noch was. Ein Schwarm. Naja, schlussendlich ist das ja auch eine Waffe, die wir benutzen. Und ein Stock. Ist der Stock besser? Nein, der ist deutlich schlechter. Also wahrscheinlich können wir den auch nur verkaufen. Und ich denke, damit haben wir hier alles noch nicht ganz. Da ist noch ein Übergang. Gehen wir da noch rein. Oh, da ist noch ein Dolch. Und da oben geht's noch hin. Naja, da ist nix. The nest is empty. Und da wohnt das Drarakel. Aber ich glaube, das hat im zweiten Teil einen größeren Belang. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da später hinkommen Lake wird. Lake Dread is much too cold for swimming this time of year. Okay, damit haben wir das hier durch. Und wir gehen in die nächste Gegend. You again. Ja, und wir haben auch unser Pergament hier, Passierschein. Well then, hurry and get on the boat. Und damit schippern wir jetzt rüber in die nächste Zone. Und ja, schöner Übergang hier. Aber das ist halt eben auch, was hier dann wirklich Spaß macht, das Spiel zu erkunden, dass man halt überall diese besonderen Sachen hat, immer wieder auf was stößt und nicht einfach nur wie bei, ich sag jetzt mal, Legend of Grimrock. Ich glaube bei Dungeon Master 1, Dungeon Master 1 habe ich nie gespielt, aber Legend of Grimrock ist dem ja nachempfunden. Aber da hat man schlussendlich nur, okay, ich komme jetzt in das zweite Level. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, da sind ein bisschen andere Gegner. Aber da gibt es halt keine Story, mal abgesehen von ein paar Pergamenten und Schriften im Schlaf. Während man hier halt immer wieder auf irgendwas stößt, was interessant ist und wo es dann halt Spaß macht, was Neues zu erkunden. Und das ist halt, finde ich, auch so der Hauptappeal von Lands of Lore. Eine Hütte. Hello. Well, come on in. I'm Buck. Here to trade. Just show me what you got or what you want. Ja, da könnte man jetzt auch wieder klicken auf alles Mögliche. I'm a natural man, you know. Never bathed a day, never been mosquito bit neither. Would you sell that? Sure. 100 crowns. Ein Bogen. I'll sell that, you know. 10 crowns? Ein Schild, Schuhe, Pfeile. Are you eating lizard tripe? Yep, I don't usually cook it though. Ja. Okay. Und da oben hätten wir noch einen Trank, aber da. Ich glaube, die Schuhe. So watch out for the orcs. Ich glaube, die Schuhe kann er noch nicht mal tragen. Ja. Gucken wir mal auf die Karte. Hafen Ziegenhäute. Mhm. Aber oft speichern. Ein Quicksave gibt es hier, glaube ich, nicht. Na, ich kann mal die F-Tasten durchdrücken, aber... Quicksave war damals halt nicht gängig. Bei Lands of Lore 1 gibt es ja sogar nur einen Save-Slot, den man wieder immer wieder überschreiben muss. Da sind Orks. Die machen wir aber noch nicht, weil wir können uns das Leben hier ein bisschen einfacher machen. Oder wir könnten sie machen. Weil, machen wir mal. Ah, da kommt aber sogar noch ein Viech nach. Ja, also wenn man da jetzt nur vorsteht, dann wird das sehr schnell sehr unangenehm werden. Aber dadurch,
dass die halt auch noch, habt ihr jetzt vielleicht gesehen, Dolche werfen. Wird das sehr schnell sehr unangenehm. Und oha. This looks cozy. Ja, uns läuft dabei so ein bisschen die Suppe aus dem Gesicht. Oh. This looks cozy. This is hotter than Victor's forge. My wife won't let me keep those in the house. All you can eat for 2 crowns. What a huge napkin. I'd hate to have this fellow's wax bill. This inn seems well supplied. Is this what you get to eat for 2 crowns? This room is occupied. Are you by chance Timothy of Gladstone? No, I am Philip. Timothy is a yellow-haired fellow over by the fire there. Thank you. I'm on an important mission for King Richard. Well, you're a brave young patriot, Sonny. Take this magnet stone to guide you on your journeys. Long live King Richard. Vielen Dank. Wir haben von dem jetzt einen Kompass bekommen. Ist halt auch ganz cool, dass sich das Interface ein bisschen aufbaut. Please, don't bother my customers. Okay. Are you Timothy of Gladstone? No, I'm Tyrus, but you're close. Are you by chance Timothy of Gladstone? Yes, I am Timothy. And who might you be? I am Kieran. King Richard has sent me to retrieve the Ruby of Truth from Sir Roland. One of the Dark Army spies has a mask or something. She's become a shape-changer and apparently threatens the kingdom. Scotia, she is the most evil woman alive. I heard that she had hired the excavators, but I never dreamed she'd actually find the mask. Well then, Kieran, let's go now. I'll get my things together and meet you outside. Mhm. Und damit? Blum, haben wir den Kompass bekommen? I am pleased to join you, sir. All I have is at your disposal. Und dann speichere ich jetzt auch mal, bevor wir es auf die Mütze bekommen. Also wir haben jetzt hier, aua, einen zweiten Charakter. Und der hat uns auch... da ist der hops gegangen. Aber so wirklich sterben tun die eben nur... Oh, da ist noch einer. Wenn die ganze Gruppe drauf geht. Und der macht jetzt auch ein bisschen mehr Schaden. Also das Tanzen, das geht hier auch zu einem gewissen Maße. Da sind wir jetzt in die Enge getrieben. Können auch mal Bzzz machen. Oh, okay, damit haben wir jetzt ein Problem. Wir könnten natürlich das hier noch verwenden, aber... Aber wir kommen an dem nicht mehr vorbei. It took my weapon. Wir sind aber schon... Sie wurden besiegt, ein Spielladen. Naja, okay. Also wir sollten idealerweise... Oh, sie wachen auf. Stirb! So. Da hinten kommt die Echse. Wir sollten idealerweise hier ein Fleckchen finden, wo wir mal eben rasten können. Sagen wir hier, in dieser Sackgasse, wir schlagen ihr Lager auf. Und dann haben wir hier so einen schönen Kolben gefunden. Na, gucken wir mal. Der macht auch ein bisschen mehr Schaden. Und so, dann sind wir hier noch in einer... Oh, da haben wir was in einem Baum gefunden. Oh, und da war was drin, Geld. Aber man hört's dann noch. Da laufen auch noch Gegner rum. Kaputt. Noch so ein Ding. Oh. Und jetzt könnte schon der Punkt sein, wo es sinnvoller ist, mit beiden Händen quasi auf der Tastatur zu sein und mit der einen F1 und F2 zu drücken und mit der anderen eben die Bewegung. Weil man damit schon auch natürlich besser tanzen kann. So, wir erkunden jetzt erstmal das gesamte Gebiet hier.
Aber wenn man eben dann beide Hände auf der Tastatur hat, wird man natürlich nicht werfen können. Ne? Da sind wir aber ordentlich ordentlich umzingelt worden. Eine Ork-Armee hier. Man sieht, dass der Timothy einen deutlich höheren Cooldown mit dem Schlagen hat, aber dafür macht er eben auch ordentlich Aua. So, das nehmen wir mal mit. Oh! Da höre ich jetzt nichts mehr. Ordentlich viel Krempel hier gefunden. Das Inventar wird schon sehr schnell dann auch sehr chaotisch. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Die sind dann eher zum Verkaufen da. So. Und dann speichern wir und dann müssen wir auch mal hier eine Runde schlafen. Sie schlagen ihr Lager auf und legen sich zur Ruhe. So, wir können... Ich glaube, die Lebenspunkte, die stehen hier nirgendwo. Aber ihr könnt hier sehen, der hat auch noch Schuhe, ja. Der hat gar keinen Slot dafür. Wir könnten auch hingehen und sagen, ja gut, der kann das viel besser brauchen. Ob wir damit besser fahren? Aber ist natürlich auch, wir steigen natürlich dann auch irgendwo. Irgendwann. Und der Timothy, das kann ich vorwegnehmen, den werden wir nicht ewig in der Gruppe halten. Also grundsätzlich diese Begleiter, die wir da finden, das sind mehr oder weniger temporäre Begleiter. Also den Hauptcharakter, den behalten wir natürlich. Aber die anderen Charaktere, das kann auch sein, dass die uns nur über kurze Strecken im Spiel begleiten. Ähnlich wie das beispielsweise... The Monster. Oh. Ähnlich wie das beispielsweise auch bei Stonekeep ist. He took my weapon. Na, das ist aber sehr unangenehm. Einfach die Waffe geklaut. So, machen wir so. Da wäre es beispielsweise dann irgendwo schon günstiger, wenn man... Wenn man einfach im Fernkampf bleiben würde. Die wollte ich eigentlich verkaufen. Dum-dum-dum. So. Da können wir nicht drin rum paddeln. Okay, da waren wir übrigens. Kann man auch hier auch... was? This looks cozy. Na, da waren wir ja schon. Eigentlich wollte ich nur hier draufklicken. Aha, this is the Grey Eagle. Mhm. So, was hatten wir denn jetzt hier noch? Da unten ging es noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stein. Okay. Und hier haben wir noch so ein Bienending. Da ist nix. Und Kirans Kampfkraft hat sich verbessert. Ja. Und damit sind wir jetzt hier auf Kämpfer 2 gestiegen. Hier ist nix. Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier auch irgendwo was gibt, wo man einfach durchlaufen kann. Also Illusionswände. So, das haben wir alles. Uns bleibt also nur noch der Westen übrig. Moment. Haben wir da schon geguckt? Ist auf jeden Fall nix. Gerade auf die... Oh. Okay. Splotch.
Und auch kaputt. So, nochmal so ein Bienending. Ja, ich glaube, mit der Tastatur fährt man besser, als wenn man sogar da Sachen drauf werfen würde. Man muss halt bloß dann immer mal wieder die Hand rübergreifen, um dann wieder mit der Maus und Tastatur dann zu hantieren. Auch schön, wie der Kompass da am Rumdingeln ist. Da kommen wir zum Anwesen. What happened? Someone has attacked. Ein Angriff? Und hier sind wir jetzt im Anwesen von Sir Roland. Und da treiben schon fiese Orks ihr Unwesen. Der hat ein Ginseng mit. Aber das soll es dann auch für dieses ausgepackt und angespielt und den ersten Teil quasi gewesen sein. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch mit diesem Video bereits einen ganz guten Eindruck zu Lands of Lore vermitteln konnte von Westwood 1993. Und falls ihr Interesse daran haben solltet, zu erfahren, wie es denn hier weitergeht mit dem Anwesen von Sir Roland, ja, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, denn das Ganze werde ich eben als Let's Play weiterführen. Und da wird es dann immer mal wieder neue Folgen geben. Und die werde ich auch in eine Playlist einsortieren, die ihr unten in der Videobeschreibung dann verlinkt findet. Einmal in der Woche werde ich die neuen Folgen dann da reinsortieren, weil das leider nicht mehr automatisch geht. Und das ist dann wahrscheinlich nachträglich der einfachste Weg, um das Ganze dann zu schauen, ohne jedes Mal die Videos raussuchen zu müssen. Schreibt aber auch mal gerne in die Kommentare, was denn eure Erfahrungen zu Lands of Lore sind. Habt ihr das damals schon in den 90ern gespielt oder vielleicht dann irgendwann später nachgeholt? Und mit welchen Charakteren habt ihr es gespielt? Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass ich es mit Michael und Axel durchgespielt hatte. Bei dem Michael, das war mein erster Playthrough, da hatte ich dann auch eine Komplettlösung verwendet, denn anders als bei den meisten, dann ist es bei mir so, dass ich fast sämtliche Komplettlösungen durch meine Heftesammlung zur Verfügung habe. Und die habe ich dann auch entsprechend genutzt. Aber bei Lands of Lore hatte ich eben auch den Eindruck, das Spiel kann man auch schaffen, ohne dass man eine Komplettlösung hat. Anders als das ein oder andere Spiel, beispielsweise bei Wizardry 6, wo man sowas Hirnrissiges machen muss, wie eine Seriennummer für eine Schnecke finden oder so. Also, ne? Und ich hatte das eben dann später mit Axel nochmal gespielt, das war aber auch noch in den 90ern und da dann auch ohne Komplettlösung, soweit ich mich erinnere. Und ich bin mal gespannt, wie gut ich jetzt hier mit Kiran durchkomme, wie viel von der Erinnerung noch übrig geblieben ist. Ich hatte anfangs ja bereits den Stay Forever Podcast erwähnt und die hatten auch das ein oder andere da etwas kritisiert, was denen nicht so wirklich intuitiv erschienen ist, wo ich mir aber gedacht habe, hey, das war doch so und so ganz klar. Was mir entweder dann so in Erinnerung geblieben ist, dass mir das einfach als super logisch erschienen ist, oder ja, es war einfach damals für mich schon intuitiv. Aber da bin ich mal gespannt, wie gut das Spiel denn nach hinten hin durchhält, denn ich hatte bereits ein Let's Play und Review zu Stonekeep gemacht. Und da war es leider so, dass das nach hinten hin etwas zerfallen ist. Also das letzte Drittel des Spiels war schon nicht besonders toll. Ich bin mal gespannt, ob Lands of Lore wirklich bis zum Ende hin die Qualität, die es jetzt in den ersten 30 Minuten etwa gezeigt hat, ob es das durchhalten kann. Also, wenn ihr da auch Interesse haben solltet, gerne den Kanal abonnieren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit Lands of Lore waren. Ich danke jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr mich auch weiter bei dieser Reise begleiten würdet und sage damit ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.